Was geht, meine Mutter Danny? Willkommen zurück zu einem Video. Ich bin wie Ultimate Epic Battle Simulator. Und wir machen ganz normal weiter und anscheinend haben die das Spiel wieder geupdatet oder so. Ich meine, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, es sollte... Sci-Fi? What? Sci-Fi? Gibt es noch was Neues vielleicht? Inmate? Ne, das gab es schon. Okay, Sci-Fi ist neu auf jeden Fall. Also dagegen kann man nichts sagen. Ja, die haben das Spiel geupgradet. Sehr nice. Mech Walker und Tornado irgendwas. What the frick? Was genau? Was ist passiert? Wer ist gestorben? Na gut, wie auch immer. Wir nehmen Sci-Fi zweimal. Wir lassen die mal gegeneinander antreten, weil ich habe keine Ahnung, was genau das ist, was das sein soll. Ich verstehe da gar nichts. Ich meine, da steht Tornado. Ist es ein Tornado oder wie sieht's aus? Na gut, wir werden sehen. Jetzt bin ich so ein bisschen gespannt, ehrlich gesagt. Okay, lass mal sehen. Wer... Wow, was bist du? Was zum Teufel ist das? Gegen... Alter, okay, der Typ hat anscheinend eine Waffe und der Typ ist ein absolutes Monster. Natürlich müsste der Typ hier gewinnen, zu 100% eigentlich. Aber wer ist der Tornado-Typ jetzt eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Na gut, lass uns aber anfangen, dann sehen wir, wer... Okay, jetzt wissen wir, wer gewinnen würde. Also der Tornado-Droppers, die haben sowas von auf die Schnauze bekommen und die sind ultra-mega stark. Alter Schwede. Was bist du? Nee, jetzt mal ehrlich, was bist du? Alter Schwede, ich habe echt Angst vor dir, wirklich. Na gut, ziemlich krass auf jeden Fall. Beide Sci-Fi, aber ich glaube, es sollte noch andere neue geben, was ebenfalls sehr cool ist. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die Laserschwerter sind, aber hier sind sie. Elven Huntress kennen wir ja bereits, aber es gibt hier Laser Knight. Sehr interessant. Wow, der Typ hat wahrscheinlich Laserschwert, oder? Ja, ich gehe mal davon aus. Ziemlich cool eigentlich. Also beschweren kann man sich da nicht wirklich. Und wir packen ihn mal ins Feld. Und ganz ehrlich, Laser gegen... Dann machen wir mal 100. Wir machen es ein bisschen spannender, okay? 100 davon gegen 100 davon. Ja, so machen wir das. Mal schauen, ob es spannend wird oder ob es eindeutig sein wird. Ich glaube, Meshwalker wird gewinnen, weil man könnte jetzt denken, die Laserschwert-Typen, also die Jedi-Jatar, werden die ganzen Schüsse abwehren, aber ich glaube eher weniger, weil dieser Schuss war schon sehr, sehr groß und den abzuwehren, ich glaube, das geht nicht so ganz. Wir werden es ja sehen. Vielleicht normale Schüsse können sie abwehren, aber dass sie die Schüsse abwehren können, glaube ich ja weniger. Also hier sind die Jedi-Jatar oder wie auch immer, die haben alle verschiedene Laserschwerter, was eigentlich sehr schön aussieht. Wow, das sieht richtig schön aus. Cool, kann ich mal eigentlich steuern davon oder nicht? Müsste eigentlich gehen, oder? Hallo, kann ich euch steuern? Na, das geht's nicht, ich glaube, ich muss dazu anfangen, aber ich glaube, die werden extrem gewinnen. Was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Was denkt ihr, wer wird gewinnen? Ich denke persönlich, wie gesagt, die werden gewinnen. Ein Schuss, also wirklich in quasi 10 Sekunden gewinnen die, okay? Ich sag das. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich weiß wirklich nicht, ob es stimmt. Okay, wir werden sehen. Let's go. Boah, Moment mal. Wieso sterben die nicht? Hä? Was? Okay, 10 Sekunden sind vergangen. Was zum Teufel? Wieso sterben die nicht? Die müssen doch sterben normalerweise. Warte mal, es gibt immer noch 100 von beiden? Wie kann es immer noch 100 von beiden geben? Oder wehren die Schüsse doch ab? Oh Gott, ich habe gerade keine Ahnung, wer hier gerade immer gewinnen ist. Wer denkt, die wird gewinnen? Und die Laser Knights sterben gerade. Aber ich glaube, das kann gar nicht so bleiben. Ja, die sterben einfach. Moment mal, machen die gar nichts? Kann ich einen davon spielen, bitte? Hier, nimm den. Genau, wir spielen einfach einen davon. Ja, wir haben den ersten ermordet. Und wir kämpfen jetzt gegen den nächsten. Und da sehen wir sogar, wie viel Schaden wir machen. 330 Damage machen wir pro Schlag, was wirklich eine sehr, sehr große Menge ist. Und wir töten sie langsam, aber auch nur langsam. Und okay, weiter geht's. Bam, komm schon, stirb. Oh mein Gott, das ist so unnormal, Leute. Das ist einfach nur verrückt, was hier vor sich geht. Wirklich, Laser Knight. Ach, das ist mein Leben. Wir haben 4000 Leben, so wie es... Nee, doch, das war mein Leben. Okay, 4000 Leben hat also so ein jeder da. Was sehr interessant ist, mal schauen, wie viele Leben die haben. Kann ich da reingehen einfach? Ja, kann ich anscheinend. Okay, die machen 120 Damage und die haben 10.000 Leben. Ah, kein Wunder. Okay, sehr interessant. Also, ja, das ist sehr schön zu wissen natürlich. Und anscheinend verlieren die Laserschwerter doch. Habe ich ja gesagt, aber ich dachte, es würde viel schneller gehen. Aber wow, hat ziemlich lange gedauert. Ich meine, die haben 4.000 Leben, was wirklich eine Menge ist. Und unsere Roboterfreunde haben gewonnen, so wie es aussieht. Nur noch ein Überlebender. Okay, jetzt sind sie alle tot. Und Team 1 hat gewonnen. Ich wusste es. Ich wusste sowas von. Mal schauen, was die Leute dazu sagen. Okay, was genau... Wieso macht... Okay, keine Ahnung, was es sein soll, ehrlich gesagt. Krass auf jeden Fall. Sehr, sehr krass, kann man nicht anders sagen. Aber wisst ihr, was ich unbedingt testen will? Ich will unbedingt Elven Huntress. 100 Stück gegen 100 Jedritter. Weil Elven Huntress ist so stark. Und die sind einfach so mächtig. Und mich interessiert jetzt einfach, ob die Jedritter ihre Bögen oder was auch mal mit was auch immer sie schießen. Ich glaube, das waren Bögen. Sie schießen ganz schnell mit diesen Pfeilen. Und die sind bis jetzt unbesiegbar gewesen. Wir werden es ja sehen. Wir werden es wirklich sehen. Also, da haben wir die extrem sexy Elven Huntress, Baby. Ich meine, schaut euch mal, wie sexy die sind. Einfach diese Kurven hier. Seht ihr das? Hier, diese... Okay. Ja, so viele Kurven gibt es jetzt hier nicht, aber ich meine, man muss sich mit dem zufrieden geben, was man hat, schätze ich mal. Gegen die einzigartigen, zwar hässlichen, aber trotzdem coolen, durch ihr Laserschwert coolen natürlich, jeder Dritter und die gucken verdammt strange. Okay, die haben keine Augen. Egal, Themawechsel. Ich sage, Elven Huntress wird gewinnen, weil ich weiß nicht, ob die jeder Dritter hier die Schüsse abwehren können. Ich sage nein, deswegen Elven Huntress für mich die Gewinner. Und? Wow, alter Schwede. Obwohl, naja, die haben schon eine Menge Leben auf jeden Fall. Wie viel Leben haben die? Die haben 250 Leben nur. Ah, es wird schwer.
Oh Gott, warte mal, wie viel Schaden machen die? Wie viel Schaden machen die? Ich sehe es leider nicht, verdammt. Okay, ich sehe es nicht. Okay, jetzt, wo... Oh, Mann, mal, die Jedi-Ritter sterben schneller. Obwohl, die Jedi-Ritter sind jetzt bei Elven Huntress. Ich weiß gar nicht, wer stirbt zuerst. Ja, ich glaube tatsächlich, die Elven Huntress sind so positioniert, dass ich glaube, die gewinnen gegen die Jedi-Ritter. Sieht ganz so aus, Leute, sieht wirklich ganz so aus. Jedi-Ritter gibt es nur noch 32 Mal, was wirklich ganz wenig ist, gegen 74 Elven Huntress. Hier mit dem wunderschönen Hintern. Wirklich unglaublich. Ich meine, wenn sie schießt, das ist einfach so unglaublich sexy, wie sie ihren Hintern bewegt. Aber na gut, Leute, lasst uns auf irgendwas anderes schauen. Lasst uns auf ihre Stärke schauen. Das war echt unnormal, okay? Also Respekt dafür, wirklich, ist extrem stark, okay? Aber nice Hintern trotzdem. Nice Hintern, okay? Okay, das war sehr spaßig. Jetzt frage ich mich aber, wer gewinnen wird. Denn wir probieren bei Sci-Fi MacWalker 100 Stück. Und ganz ehrlich, Leute, ich denke, die MacWalker werden gewinnen. Die sind einfach zu stark. Ja, die sind sehr, sehr stark. Ja, die müssen gewinnen. Also anders geht's gar nicht. Die müssen wirklich gewinnen. Dann lass mal sehen. Hier sieht man, wie viel Leben die haben. Die haben 250 Leben. Nur wie viel Schaden machen sie? Das interessiert mich. Ja, die MacWalker werden gewinnen. Lass uns aber anfangen und gucken. Oh mein Gott. Ja, das war's, oder? Alter Schwede, wer gewinnt? Ja, natürlich. Also Elven Huntress können gar nicht gewinnen. Ey, sie haben schon ein paar eliminiert. Was? Elven Huntress geht gerade voll ab. Was? Nein, nein, nein. Die werden nicht gewinnen. Ich habe keine Sorge, Leute. Die werden nicht gewinnen. Alter, das ist gerade so knapp, Leute. Was zum Teufel? Komm schon, Elven Huntress. Komm mal. Elven Huntress gewinnt. Elven Huntress gewinnt. Wie kann das sein? Hä? Das kann doch nicht sein. Oh Gott. Wer gewinnt jetzt gerade? Nein, Elven Huntress, komm schon. Oh mein Gott. Die Meshwalkers haben ein Gold. Das geht gar nicht. Oh mein Gott, Elven Huntress, komm schon. Alter Schwede, es gibt nur noch weniger Elven Huntress als Meshwalker. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade vor sich geht. Aber ja, Elven Huntress verlieren. Es war klar, es war so klar. Ja, es war definitiv klar. Aber es war unglaublich, wie Gas sie gegeben haben. Kommt schon, ihr könnt es noch schaffen. Obwohl, naja, es wird sehr schwer. 44 gegen 21, gegen 20. Ah, nein, das wird leider nichts mehr. Ihr stirbt zu schnell. Ihr stirbt einfach zu schnell. Die sind zu mächtig, diese komischen Kreaturen. Das habt ihr nicht verdient. Lasst mich aber dahinter ansehen, bevor das endet. Einmal noch. Okay, nein. No! Oh mein Gott. Eine lebt noch. Eine lebt noch. Oh Gott, sie lebt noch. Sie lebt noch. Komm schon, du kannst es schaffen. Du kannst es schaffen. Gib Gas. Eine, zwei leben noch. Drei leben noch. Vier leben noch. Oh mein Gott, ihr lebt noch. 3 gegen 31, wer wird den Kampf gewinnen? Oh nein, das tut mir so leid. Schieß weiter, komm schon, kleine Elven Huntress. Gib Gas. Du kannst es schaffen, ich bin mir ganz sicher. Du bist mutig und mächtig und einfach nur wunderschön. Und mach hör auf mit diesen komischen Bewegungen. Weißt du nicht, wenn man einen Bogen cool abschießt? Nein, anscheinend nicht. 3 gegen 29 und die wollen nicht sterben. Lol. Hä, wie lange soll das noch weitergehen? Okay, die wollen nicht sterben. Hä? Okay, ich verstelle einfach mal die Zahl. Nee, mit P, ne? Lass mal sehen, wer gewinnen wird. Hä, die wollen nicht sterben, Leute. 3 zu 26, seht ihr das? Das passiert jetzt hier gerade nicht. 3 gegen 25? Hä, sind die zu blöd, um zu treffen? Leute, was passiert da gerade? 3 gegen 23? Okay, ich habe gerade keine Ahnung. Können die Elven Huntress doch noch gewinnen? Ey, wenn die jetzt doch noch gewinnen, ne? Dann tick ich aus, weil ich gar nichts mehr verstehe. 3 gegen 21. Was? Leute, Leute, sie töten. Sie wollen nicht sterben. Aber die töten die ganzen Gegner gerade. 3 gegen 19. Wieso sterben die denn nicht? Sind die unverwundbar? Oh, 2 gegen 18. Oh mein Gott, 2 gegen 18. Wer wird gewinnen? 2 gegen 17. 2 gegen 16. 2 gegen 15. 2 gegen 14. Oh mein Gott, 2 gegen 13. Nein! Wie konntet ihr nur? Alter Schwede, das war echt heftig. Also Respekt an die Elven Huntress. Machen wir mal 100 davon gegen 100 Elven Huntress. Mal schauen. Elven Huntress wird natürlich gewinnen, weil die einfach unbeschreiblich gut sind. Dann lass mal sehen, Leute. Wer wird gewinnen? Elven Huntress, easy. Ich sage Elven Huntress. Was sagt ihr? Elven Huntress 100%. 100%? Oh mein Gott. What? Moment mal. Alter, ich hab... Ah, das war nicht mal vorgespult. Das war nicht mal vorgespult. Alter, was zum Teufel? Was ist da passiert? Die sind ja voll die Lappen-Tornado-Trooper. Alter, sagt ihr hart, ey. Ihr seid nichts wert, ey. Ihr Dullis, ey. Okay, nehmen wir Nazis gegen Elven Huntress, Baby. Oh yeah. Nazis gegen Elven Huntress. Ich glaube, die Nazis werden sowas auf die Schnauze bekommen. Oh, man kann die Sprache umstellen. Habe ich das gesehen? Cool. Dann lass mal sehen, wer gewinnen wird, Baby. Let's go. Das ist natürlich heftig. Das sind Nazis. Deutsche Soldaten. Boah, die sind aber ziemlich strikt. Boah, wie die gucken. Alter Schwede, komm mal runter, Buddy, ist doch nur ein bisschen Krieg. Alter, der Typ sagt so, oh nein, sag meiner Mutter, ich liebe sie. Bitte, ich liebe sie so sehr. Nö, sag ich nicht, du Loser. Okay, let's go, töte, töte bitte die Nazis. Boah, oh mein Gott, schon wieder. Was, ist das nicht vorgespult? Was zum... Wie kann das sein? Einer lebt noch. Okay, nicht mehr. Oh mein Gott. Und sie haben genau denselben Gesichtsausdruck.
Genau denselben. Ihr Gesichtsausdruck hat sich null geändert. Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Egal, ob die tot oder lebendig sind. Kann es sein, dass die, wenn die lebendig sind, dass sie trotzdem tot sind? Ich meine, schau das mal an. Hast du meiner Mutter gesagt, dass ich sie liebe? Nee, habe ich vergessen. Sorry. 10.000 Nazis gegen 100 Elven Huntress. Wir müssen sie natürlich woanders kämpfen lassen. Ist ja auch klar. Oh, hier. Cooler Ort. Gerne da. Geht mir leid. Ich kann mich manchmal nicht kontrollieren. Ich weiß manchmal nicht, was mit meinem Körper geschieht. Manchmal tickt er einfach so aus und ich weiß nicht wieso. Okay, was denkt ihr, wer wird gewinnen? Seid mal ehrlich. 10.000 davon gegen. Okay, ich denke, die Nazis werden gewinnen. Die haben ja auch Waffen, ne? Ja. Okay, let's go. Oh mein Gott. Sie leben noch? Naja, zum Teil. Was zum Teufel geht da vor sich? Wer wird... Nein, okay. Alter Schwede, schau dich mal die Zahlen an. Wie krass die runtergehen bei den Nazis. Aber gut, 10.000 war doch ein bisschen zu viel. Ja, 10.000 war ein bisschen zu viel. Aber wir haben 500. 500, ja? Wir haben 500. Sie haben 500 getötet. Und die Nazis haben quasi 100 getötet. Also sind die fünfmal besser. Reden die auch Deutsch? Wir brauchen Verstärkung, ja, okay, nice, sehr cool. Ich komme gleich nicht. Lass mal sehen, 5000 Elven Huntress müssten gegen 10.000 Nazis gewinnen, denke ich persönlich. Ja, das müsste klappen. Ich denke persönlich, ja, das müsste klappen. Ja, ja, ja. Okay, wir haben hier 5000 Elven Huntress gegen Nazis und davon 10.000 Stück. Wow. Seid ihr bereit, Leute, für den absoluten Kampf, den es noch nie gab? Ich bin es. Let's go. Okay. Ich denke persönlich, die Nazis werden sowas schon sterben. Es ist noch keine Boah. What? Alter, nee, oder? Ey, da. Okay, der lebt nicht mehr. Was zum Teufel? Keine einzige Elven Huntress ist gestorben. Keine einzige Elven Huntress ist gestorben. Keine einzige ist gestorben. What? Giant Cyclops. 10.000 Giant Cyclops. Oh. Gegen Elven Huntress. Oh mein Gott. So, Giant Cyclops, ich bin mir sicher, die Elven Huntress werden gewinnen. Ja, ich bin mir sehr sicher. Die machen so viel Schaden. Einfach nur unglaublich. Und verdammt sexy. Boah, das sind Giant Cyclops. Wirklich. Ach, oh, das sind die mit dem wunderschönen Hintern. Tja, euer Hintern kann ich mithalten mit der von Elven Huntress. Aber der Krieg, der Hintern, Leute. Okay, let's go. Lass mal sehen, wer gewinnt. Hallo, kannst du bitte anfangen? Oh, es geht schon los. Lass mal sehen, wer gewinnt. Oh mein Gott. Giant Cyclops sterben so schnell. Elven Huntress wurden nicht einmal getroffen. Nee, die wurden nicht aber getroffen. Keine einzige Elven Huntress gestorben. Aber schon 2000 von den Giant Cyclops. Okay, sehr interessant. Alter, die Giant Cyclops. Ich meine, was zum Teufel geschieht hier? Schau das mal an. Die verrecken alle. Ist das ernst? Wie kann man so stark sein? Wie kann man so mächtig sein? Wie kann man so wunderschön aussehen? Wie die Elven Huntress. Ist mein absoluter Lieblingscharakter. Einfach nur unglaublich, okay? Respekt an die Elven Huntress. Keine einzige ist davon bis jetzt gestorben. Keine einzige ist davon bis jetzt gestorben, okay? Egal, wer sich mit ihr anlegt, jeder wird sterben. Und die sind schon unter 5000 sogar, was einfach unnormal ist, okay? Also, ja, keine einzige ist gestorben von der Elven Huntress. Die sind extrem präzise. Ich warte einfach nur drauf. Kommt schon, wenn ihr auch nur eine Elven Huntress zu Tode bringt, dann seid ihr echt cool. Okay, ist immer noch keine Elven Huntress gestorben. Ja, ist natürlich ein bisschen problematisch bei dem coolen Thema cool sein, okay? Und wie sieht's aus? Könnt ihr jetzt cool sein? Ihr tötet eine wenigstens. Es ist nur eine. Okay, sie haben es nicht geschafft. Keine einzige Elven Huntress ist gestorben. Keine einzige Elven Huntress ist gestorben. Wow. Einfach nur. Wow. Der letzte Kampf für heute. Ein Jedi-Ritter, Leute. Ein Jedi-Ritter. Wirklich nur einer gegen ein Sith-Lord. Oh mein Gott, ist das spannend. Kannst du bitte aufhören, das Laserschwert in dein Gesicht zu tun? Das tötet eigentlich Menschen. Egal, wie auch immer. Let's go. Ich bin für den Sith-Lord. 100%. Ich komme schon, Sith-Lord. Komm schon. Das Böse muss gewinnen. Weiß ganz genau. Und ich akzeptiere keinen Unentschieden. Ich würde niemals einen Unentschieden akzeptieren. Komm schon. Kämpfe, kämpfe. Gib Gas. Nein, ja. Töte ihn, töte ihn, töte ihn. Komm schon, Sith Lord. Gewinne, 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 gewinne. Oh Gott, ist das spannend. Oh, bitte. Mein Gott, ist das so spannend. Lass mich ihn spielen. Lass mich den Sith Lord pushen. Geht nicht, verdammt. Komm schon, Sith Lord. Zeige, dass die dunkle Macht viel stärker ist als die gute Macht. Die gute Macht braucht kein Mensch. Wenn es eine böse Macht gibt, dann sollte man auch die respektieren. Okay? Das Böse gewinnt immer. Zumindest bei mir. Schau euch mal die Kamera an, wie cool das ist. Leute, ich könnte definitiv Kameramann werden und der Kampf ist verdammt langweilig. Irgendwie will keiner von denen sterben, so wirklich. Okay, lass uns das Ganze mal vorspulen, weil das echt lange Zeit dauert. No! Das Gute hat gewonnen, das hätte nicht gewinnen dürfen. Es hätte einfach nicht gewinnen dürfen. Hätte es nicht, okay? Na gut, Leute, wie auch immer, leider hat das Gute gewonnen heute. Aber falls du es bisher geschafft hast, schreibe Laserschwert in die Kommentare. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao! Danke für das Zuschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts, also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!